Ich bin Hautarzt, operiere Kinder mit Hautkrankheiten, mit Feuermalen. Das sind rote Veränderungen im Gesicht. Die laser ich. Ich bin Spezialist für diese Sache, für diese Laserbehandlung und diese Erkrankung. Mein Name ist Professor Markus Steinert. Ich komme aus Biberach an der Riß, in etwas nördlich vom Bodensee. Ich komme hier nach Dortmund, weil ich eine Kooperation in Essen mit einem Kollegen habe, im Zentrum von Essen und in Castrop-Rauxel. Wenn man ans GAT ankommt, dann wird man durch die normale Personenkontrolle durchgeschleust, wo man praktisch wie jeder andere Passagier auch, wo das Gepäck geräumt wird und man untersucht wird, ob irgendwas dabei ist. Und dann folgt meistens noch ein nettes, freundliches Gespräch mit der Dame an der Flugleitstelle vorne. Und ja, dann kann man schon in den Flieger die Sachen reinpacken und Flieger checken und losfliegen. Es geht zack, zack, hier eins ins andere. Die Wege sind kurz, alle sind freundlich und hilfsbereit und es ist fast schon ein familiäres Verhältnis. Bodo Gatford Zentrale. Wir befinden uns hier am General Aviation Terminal. Das ist der private Bereich, wobei es auch gewerbliche Flüge hier gibt. Aber generell wird es eigentlich oft von Unternehmern oder die eine Maschine besitzen oder Ärzten genutzt. Der GAT-Bereich wird auch viel genutzt für Ambulanzflüge. Das heißt, die Maschinen in Thessaloniki oder jemand ist da verunglückt und hingebracht, weil wir gerade auch hier in Dortmund sehr viele Spezialkliniken haben. Und dadurch ist es sehr wichtig, dass der Flughafen immer auch auf hat. Und speziell für Organtransporte hat der Flughafen auch außerhalb der Betriebszeiten geöffnet für diese speziellen Fälle. Die allgemeine Luftfahrt oder die General Aviation, abgekürzt GAT, ist für uns Kleinunternehmer, Ärzte, Selbstständige unglaublich wichtig. Insbesondere dann, wenn man Spezialist ist und eben weite Strecken überwinden muss, dann ist so ein Flughafen natürlich unglaublich wichtig, auch für die Versorgung. Auf die Art und Weise können wir eben auch, wir Spezialisten, die eben von weiten Entfernungen herkommen, Geschäft in die Region bringen und eben auch Menschen hier helfen oder versorgen, wo die sonst vielleicht selber einen sehr, sehr weiten Weg nehmen müssten. 1013, melden Sie rollbereit. 1013 und die Faszination Fliegen ist ungebrochen. Es ist eine wunderbare Sache. Über den Wolken sind viele Probleme verschwunden. Und die Faszination liegt auch darin, dass man eine Freiheit hat, dass man von jetzt auf nachher irgendwo problemlos hinkommt. Aber in diesem Fall geht es einfach darum, dass ich eben diese Eigenschaft oder diese Kenntnisse eben nutzen kann, auch für meinen Beruf und eben hier das einbringen kann.